dann lasst uns doch mal starten. Ich habe hier schon mal die Anfangsmasche gemacht. Habe jetzt hier noch zwei Luftmaschen. Und dann gehe ich zurück in die erste und mache eine feste Masche. So. So. So schaut das Ganze jetzt aus. Dann dreht ihr das Ganze einmal so rum. Und dann stecht ihr hier in diesen Bogen ein. Einstechen. Faden holen. So. Wie eine feste Masche und dann die feste Masche beenden. Gut. So. Jetzt wird das Ganze wieder gedreht. Also ihr habt es so. Und dann dreht ihr das einmal um 180 Grad. So schaut das Ganze jetzt aus. Moment, dass ich es richtig habe. So, und jetzt habt ihr hier zwei Maschenglieder. Einmal durch dieses hier. Und durch das zweite auch nochmal. So, dann wieder den Faden holen. Durch die zwei durch. So, dann habt ihr zwei auf der Nadel. Und dann nochmal Faden holen und durch alle zwei. So, dann wieder drehen. Dann habt ihr hier zwei Stück und durch diese zwei wieder durch. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu fest häkelt. Ich häkel jetzt schon relativ locker, aber ihr seht, also da müsst ihr gut gucken, dass ihr nicht zu fest häkelt. So, dann hole ich mir den Faden und ziehe den durch die beiden, wo wir gerade durchgegangen sind, durch. Hab wieder zwei auf der Nadel und beende die Masche. Dann wird wieder gedreht. Dann seht ihr hier wieder zwei. Die sind dann sehr nah immer beieinander. Dann einmal durch die erste hier. Und noch durch die zweite durch dann. So. Und dann wieder den Faden durch die ersten beiden holen. So. Und dann nochmal den Faden durch die zweiten. Dann wird wieder gewendet. Dann sind es hier wieder, das hier sind, wenn ihr hier diesen Bogen seht, das sind zwei Stück hier. Also zwischen meinen Fingern, das sind zwei Maschenglieder. Und immer durch diese beiden Maschenglieder dann durchstechen. Den Faden dadurch holen. Und dann nochmal den Faden holen und die Masche beenden. Dann wieder drehen. Hier wieder die, das sind wieder zwei. Durch beide durchstechen. Faden holen durch die zwei und dann nochmal Faden holen durch die zwei auf der Nadel. Drehen, dann hier durch diese beiden durchstechen. Hier kommt es durch. Dann wieder Faden holen und nochmal den Faden holen. So sieht das Ganze dann aus. Ich werde mal jetzt ein bisschen weiter hochhäkeln, damit ihr das einfach seht, wenn das länger ist. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie man so eine, ja, quasi Kordel häkelt. Die eignet sich wirklich super als zum Beispiel Träger, wenn ihr Tops häkelt oder auch zum Beispiel als Taschengurt. Ja, ich würde sagen, quatschen wir nicht lange, fangen wir an. So, ich bin fertig. So schaut es jetzt aus und eignet sich halt wirklich prima als Taschengurt oder ähnliches. Ja, wie gesagt, so schaut das Ganze aus. Und ja,
Damit war es das wieder für heute und mir bleibt wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen ganz schönen Tag, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!